viel zu gute Stimme. Ja. Die Steinzeit, oder? Dann gehen die Ideen aus und... Vollkommen anderes Setting. Jetzt pinkelt sie. Jetzt pinkelt sie. Tja, das waren Zeiten, ne? Da muss man selbst gebären. Kriegen wir jetzt die Antworten, die wir erwarten? Ja, klar. In der ersten Folge? Ja. Und die Veganer wollen mir sagen, dass ich keine Hühnerei essen soll. Aber spielen wir dieselben Schauspieler mit? Ist das ja, ja, ja. Also können wir erwarten, dass es hier keine Steinzeit-Serie wird? Nee. Für mich echt ein bisschen lost. Ja, ja. Sehr gut, Uwe. Wo sind die Charaktere, die ich kennen und lieben gelernt habe? Das heißt die Stadt Miraculous. Das kann natürlich auch sein. Sieht aus, als ob die diese andere religiöse Gruppe von der ersten Staffel weg wäre. Scheint so, als ob alle weg wären und jetzt alle schwarz sind. Ja. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt will ich ein paar gebrochene Knochen sehen. Eine zusammenhängende Geschichte wäre auch nicht mehr. Ich finde das Color Grading finde ich extrem gut. Hier noch besser, es hat mehr, es ist runder, es hat mehr Charakter irgendwie. Ich würde gerne herausfinden, mit was sie das gedreht haben. Es hat irgendwie so eine andere Qualität. Ich finde, es sieht viel besser aus als viele andere Serien. Sie holen Reza Aslan als Berater und schon gewaltbereite Atheisten. Ja gut, aber das war ja eigentlich nicht so anders als in der letzten Staffel auch. Hatten wir auch gewaltbereite Atheisten. Wen? Naja, diese Gruppe hat auch gesagt, das hat keine Bedeutung. Die Guilty Remnant? Genau. Guilty Remnant hat auch gesagt, das hat keine Bedeutung und haben andere Leute angegriffen. Okay. Sorry, Reza. Nehmen alles zurück. Jetzt ist nur die Feuerwehr. Es ist nicht mehr die Guilty Remnant, es ist die Feuerwehr, die Häuser selbst abbrennen, damit sie Arbeit haben. Yeah. Hail to the Lord! In dieser Stadt ist niemand verschwunden. Ah, okay, verstehe. Deswegen. Mhm. Den kennen wir doch. Mhm. Tja. Dr. Who. Sagt er, der die Häuser abbrennt. Oh, der wirkt schon so gefährlich, der Typ, ne? Ja. Das gibt Ärger. Es passiert wieder irgendwas. Sag dir, die nächste Frage kommt gleich. Oh nein! Jetzt kriegt er sein Bacon. Oh, die Shit. Das Kind. Ach, Mann, ey. Na, ja, steht da drauf, ja, ne? Ist eigentlich... Na, du wirst es gleich machen. Ja. Nur. Toll, er hat das nicht richtig hingelegt. Ist der Boden schmutzig? Ja. Oh oh. Was bedeutet? Jetzt tut er seine Hand rein, verliert seine Hand, weil irgendwas Böses passieren wird. Zumindest denke ich darüber nach. Das heißt, er traut mir ein bisschen. Oh shit. Aber tolle Einstellung. Ja, ja, ich denke, ist gut. Ich meine, es wird nichts passieren, aber. Ach, da ist jetzt reingefallen. Ja, ja. Ist der. Der alte. Echt gut, so muss man eine Serie aufbauen. Erste Folge, 1000 Fragen. Mhm. Und man guckt sie, um nur das Kleinste wieder herauszufinden. Ja. Und sie geben dann trotzdem keine Antwort. Genau, ich meine,
So geht das noch 10 Staffeln. Ja. Jedes Mal ein anderes Dorf, ja. Alle sind seltsam, irgendwas passiert. Naja, okay. Das ist sie, das ist er! Ja, ja, klar. Sie sind zurückgekommen! Ja, endlich. Halleluja! Der Typ, der nie sein Gesichtsausdruck messen. Jetzt kommen die gut gelaunten Leute. Ja. Eigentlich ist er irgendwie sympathisch. Ja, aber er ist irgendwie auch böse. Ja, irgendwie. Ja. Oh. Alles klar. Ja, wie einfach das geht. Der schafft es immer wieder, irgendwie es so unangenehm zu machen. Ja, wirklich. Denke ich irgendwie so. Irgendwie fängt an, das Herz zu schlagen. Ja, ja, das ist echt so ständiger Ausnahmezustand. Ja, genau. Oh, ich will keiner essen. Oh, oh. Oh, scheiße. Oh. Und was machen sie jetzt mit dem Pie? Jetzt endet die Serie, weil sie in dieser Folge sterben. Oh, scheiße. Oh, Mann, ist so... Ach, sie haben es überlebt. Sehr gut. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an Wayward Pines. Immer diese Dörfer, ey. Ja, yeah, so irgendein Geheimnis ist dahinter. Ja. Spannend. Die Serie hat mich wieder gepackt. Tja, also, ich meine, ist echt schlimm, ne? Natürlich was ganz anderes. So zwischen, ich würde gerne Liebe machen mit dem Lindelof oder ihn verprügeln. Immer dazwischen. Der arme Lindelof. Mal gucken, wie sich das entwickelt, aber es ist jetzt wirklich etwas, irgendwie wieder etwas total anderes. Ich hab's gecheckt. Ich hab's nachgecheckt. Jede Szene eine neue Frage. Ja. Jede Szene, fast jede Szene passiert irgendetwas. Kommen neue Fragen auf. Wer ist dieser Typ? Warum redet er so zum Beispiel? Wieso hat er das so gemacht? Ja. Sachen passieren, die du nicht erklären kannst. Es ist eine Folter. Es ist, also ich meine, es passt alles zusammen. Wie ich auch dachte, die ganze Serie basiert eigentlich auf horizontalem Erzählen. Ja, was ist das? Das heißt, sie gehen so... Das baut sich nicht aufeinander auf. Ja. Ja. Weil es gibt ja nichts aufzubauen. Ja. Wenn sie. Ich meine, es war von Anfang an klar, dass sie keine Erklärung dafür haben, warum die Leute verschwinden. Ja. Das heißt, wenn sie eine Geschichte hätten, dann würden sie sie so aufbauen. Mhm. Du würdest immer mehr von dem Berg sehen. Mhm. Und dann am Ende kennst du die Geschichte, die erzählt wird. Ja. Aber sie haben ja keine Erklärung. Das interessiert sie ja auch gar nicht. Sie wollen quasi die Welt zeigen. Aber letztendlich landest du dann beim horizontalen Erzählen, ja, wo du eigentlich nur Sachen zeigen kannst, die nebeneinander existieren. Also eine weitere Familie, eine weitere Stadt und so etwas. Deswegen auch ständig diese Fragen. Talentierte Leute am Werk. Absolut. Gut, das ist die erste Folge, da ist es ja relativ einfach natürlich. Aber es hat keine Szene gegeben, wo ich mir gedacht habe, es ist irgendwie langweilig, das muss nicht sein, irgendwas wiederholt sich oder so. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du hast das Gefühl, dass jede Szene eine wichtige Information für dich hat. Und dass es dir bringt, dass es dir irgendwas bringen wird und so, jetzt im weiteren Verlauf. Ja. Das ist schon, es gibt keine Füller-Szene. Das stimmt.